Also nehmen wir mal die Queen, ja, die Königin, und fangen mit Sektor Alpha in was auch immer für ein Looping. Starten wir damit. Und wir haben immer noch keine neuen Maschinen gekriegt. Ich bin einmal überlegen, wann wir die überhaupt nochmal freischalten. Ich meine, das tut man, wenn man bestimmte Grand Prix schafft. Da steht sogar, welchen Pokal man mit welchem Charakter gewonnen hat. Also man könnte theoretisch, wenn man zu viel Zeit hat und zu viel Langeweile, mit jedem Charakter auf jeden Schwierigkeitsgrad jeden Pokal kriegen. Aber diese Mühe mache ich mir in diesem Let's Play nicht. Dafür hatte ich sowieso als Kind schon viel zu viel Zeit gebraucht. So. Na gut. Dann fahren wir mal durch ein Looping. Mal schauen, wie loopig der Looping ist. Und 3, 2, 1. Los geht's! Yeah, auf geht's. Oh Gott, das fängt tatsächlich schon mit Looping an. Aber was es auch noch an Zukunftsracer fürs N64 gab oder gibt, ist auch Extreme G, welches ich auch ziemlich toll finde. Aber da ist es halt auch schon so, dass man dort auch Items schon benutzen kann, also quasi wie Mario Kart. Nur halt mit Bikes ist das auch, und ich finde es trotzdem auch ziemlich toll. Aber irgendwie, ja, von den normalen Racern sage ich jetzt einfach mal, abgesehen von Mario Kart, war Zero X eines meiner Lieblingsrennspiele. Wow, was für ein schöner Drift. Dass man hier wirklich mit Zukunftskleidern auch so driften kann. Yeah, danke, wir haben Boost Power. Also dieser Spruch, der ist auch einfach nur kultig, den kennen auch sehr viele, die mit dem Nintendo 64 aufgewachsen sind. Bloß nicht aus der Kurve fliegen. Ich glaube, es ist hier gar nicht möglich, aber man sollte nicht zu viel übertreiben. Denn zu schnelle Geschwindigkeit ist zu schnell. Naja, sowieso, ja, mit so wenig km/h, wie ich hier gerade fahre, was heißt wenig? 600 km/h? So viel würde nicht mal der schnellste BMW oder der schnellste Lamborghini bei uns schaffen. Das wären Traumgeschwindigkeiten, sage ich jetzt einfach mal, wenn das irgendwie ein Auto drauf hätte. Oder überhaupt irgendwie eine Maschine. Ja, ich fand's auf jeden Fall schön, und da wo die Schilder, wo EAD dran steht, ich glaube, das ist das Entwicklungsstudio von Nintendo, was dieses Spiel entwickelt hat. Also quasi ein kleines Easter Egg, was sie hier eingebaut haben. Ist auf jeden Fall auch mal nett anzusehen. Okay, ich mache jetzt einfach mal auf Risiko. Ich habe ja sowieso... Wow, wow! Nicht viel zu verlieren, das war die letzte Runde, scheiße! Ja, jetzt hat er wenigstens mal miterlebt, wie das ist, wenn man eine Maschine zu Schrott fährt. Aber ich muss auch noch direkt in der Kurve scharf anlehnen, na klasse. Na gut, Versuch Nummer 2. Versuchen wir es noch einmal. Auf Anfänger. Warum auch nicht? Aber wisst ihr was, Leute? Ich will mal von euch Folgendes wissen. Und zwar, wie seht ihr das? Wird es vielleicht in ferner, wirklich sehr ferner Zukunft, vielleicht im 30. Jahrhundert auch solche Maschinen, die schweben können, geben? Oder glaubt ihr da nicht dran? Ich meine, es wäre schon irgendwie mal was Drolliges. Auch wenn wir das wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, überhaupt nicht mehr miterleben werden. Aber wäre doch mal was, wenn die Technik wirklich so fortgeschritten wird, dass ja kein Sprit mehr nötig ist, sondern die Autos alle auf Energie angewiesen sind. Ja, dass sie dann halt nicht mehr so viel teure Spritkosten bezahlen müssen. Wobei, heute, wo ich das aufnehme, gehen die Spritkosten eigentlich. Also der Sprit ist recht günstig. Finde ich schon geil, wenn ich ehrlich bin. Also bei 1,47 kann man echt nicht meckern, wenn man bedenkt, dass der Sprit schon bei 1,62 oder sowas war. Das ist echt schon beängstigend teilweise, wie hoch der Sprit schon geht. Also, da könnte man echt schon bald heulen, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, wenn man wirklich aufs Autofahren schon teilweise quasi angewiesen ist. Oh nein, diesmal mach ich meine Maschine nicht zu Schrott. Na gut, wenn ihr nicht zu scharf in die Kurve lenke, geht's eigentlich. Das sollte ich auch nicht zu sehr riskieren. Aber das Lied ist auch wieder richtig toll. Wie gesagt, die Melodien oder die Lieder in diesem F-Zero finde ich einfach klasse. Es war, ja, so Metal-Richtung, wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack, aber es ist schon toll irgendwie. Also die haben wahrscheinlich eine bestimmte Zielgruppe damit irgendwie ausgesucht, die von Nintendo, wahrscheinlich auch irgendwie Heavy-Metal-Rocker oder sowas. Ah! Und ja, dementsprechend wollen sie halt etwas mehr Leute dazu bewegen, so ein Rennspiel zu kaufen oder so. Vermute ich jetzt einfach mal. Ist meine Meinung. So. Weil, wie gesagt, die Melodie oder die Musik ist wirklich wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack. Aber mir gefällt's, deswegen schreckt mich das auch nicht unbedingt in dieses Spiel ab. Gut,
Die erste Strecke haben wir überstanden, nachdem ich ja davor sowieso schon einen Unfall gebaut habe. Wir sind beim Roten Canyon beim Mehrfachsprung. Das heißt, wir dürfen ein bisschen hüpfen lernen. Oh Gott. Diese Strecke hasse ich. Naja, wobei es geht. Also, sie ist ein bisschen wackelig und wir dürfen viel fliegen lernen. Aber ich finde es trotzdem ziemlich toll, wow. Oh Gott. Ich sollte das nächste Mal, wenn ich die nächste Aufnahme mache, auf jeden Fall R und Z umtauschen. Weil das ist schon ein bisschen scheiße mit diesem Controller dementsprechend so zu lenken. Den ich jetzt benutze, als wenn man es wirklich auf den N64 spielen würde. Das muss ich auf jeden Fall umändern. Okay, definitiv, weil sonst komme ich hier nicht klar. So viele Sprünge, wie wir hier haben, und auf jeden Fall sollte man hier die Gelegenheit nutzen, Gas zu geben. Und halt dementsprechend schnell runtergleiten, weil ihr seht schon, wenn wir schnell halt runtergleiten, werden wir dementsprechend auch schneller. Aber der Nachteil dadurch ist auch, dass wir dadurch natürlich nicht so weit kommen. Man muss natürlich dementsprechend die Ausgeglichenheit finden zwischen Geschwindigkeit und Vorankommen. Ihr seht schon, teilweise hier ist das echt etwas mies. Und vor allem wirklich hier auf der Strecke zu bleiben bei diesem Mehrfachsprung. Wir sind auf jeden Fall schon bei den Vorderen dabei, wo unser Rivale auch schon angekommen ist. Sogar der Rivale startet von hinten. Ja, ist wirklich so. Deswegen müssen wir unseren Platz hier verteidigen. Wir müssen nicht unbedingt, aber es wäre nicht verkehrt. So. Okay, es läuft noch wunderbar. Ah, ihr kommt mir zu nah. Okay, es ist schon die letzte Runde. Gut, da muss ich jetzt auf jeden Fall vorsichtig sein und meinen Platz verteidigen und nicht zu viel Turbo machen. Weil der Turbo mir zu schade ist dafür, dass ich meine Maschine verschrotten könnte. Wow. Das wäre auch beinahe mein Tod gewesen. Ich hasse Abgründe. So, und jetzt weg. Einfach weg. Einfach Gas geben. Ich kann nicht mehr verlieren, wenn ich nicht in den Abgrund falle. Okay, wir haben es geschafft. Yay. Wunderbar. Wir haben den ersten Platz verdient. Genau. Wow. Jetzt war aber auch jetzt ein bisschen... Boah. Mitfiebernd, weil ich jetzt auch noch wirklich am Ende Gas geben musste. Aber solche Strecken sind wirklich schon, ich sag jetzt mal, heftig, wenn man wirklich die größere Wahrscheinlichkeit hat, von der Strecke zu fallen. Wir sind auf jeden Fall bei dem zweiten Teufel weit, oben und unten. Ja, ich denke mal, es wird bald eine Strecke geben, wo ich wirklich von der Strecke mal abfliege. Also, da bin ich echt gespannt, wann ich so einen dummen Fehler mal mache. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, es nicht so weit zu bringen, aber... Naja, ich denke mal, spätestens beim dritten Cup bin ich ja gespannt. Oh Gott, da gibt es ja auch noch eine, da gibt es noch eine gefährliche Strecke. Obwohl, war die beim dritten Cup? Ach du Scheiße. Kam die hier schon? Ich meine, die war beim dritten. Ja gut, warten wir es mal ab. Es sind ja noch ein paar Strecken, die ich vor mir habe. Aber ihr seht schon, hier gibt es schon Stellen, wo wir einfach mal abheben lernen. Ob wir wollen oder nicht, hier ist die Schwerkraft einfach mal zu stark. Selbst bei 600 km/h können wir da irgendwie nichts gegen tun. Naja. Okay. So, und solange wir auf der Strecke bleiben, geht's ja eigentlich noch. So, zwei Runden noch. Yay, lass uns Gas geben. Lass uns den ersten Platz holen, wow. Nachdem wir, ja, den Platz verdienen müssen. Okay, wir haben den Rival schon mal überholt. Ja, hier ist es sehr gefährlich, weil hier kann es echt passieren, dass man von der Strecke fällt. Es war also tatsächlich die Strecke, an der ich mich entsinnen konnte, dass ich da schon so meine Erfahrung gehabt habe. Oh, ich sollte mal meine Maschine nicht schrotten. Nein, das will ich nicht nochmal riskieren. Deswegen lasse ich jetzt den Boost erstmal so weit drin. Okay, jetzt kann ich wieder benutzen. Bevor wirklich noch ein Unglück geschieht. Scheiße, ich konnte so viel gar nicht auf. Sammeln jetzt an Energie. Das macht das Ganze jetzt umso schwerer. Aber gut, es gibt noch Turbo-Pfeile, die mir ein bisschen Geschwindigkeit geben. Ja. Die nötige Geschwindigkeit, um halt ein bisschen voranzukommen und noch meinen ersten Platz zu verteidigen. Ja, der Rivale kann mich mal. Okay, das mit den Driften hier zurechtkommen, das wird auch so noch so eine Sache. Vor allem, weil das ja auch ein bisschen hier verlangsamt in diesem Spiel, anders als bei Mario Kart, wo es hier halt, ach du Scheiße, schneller macht. So, okay. Wir haben noch volle Energie und ich habe noch den ersten Platz. Yay! Ich will nicht wissen, wie dicht er jetzt an mich dran war. Das sehe ich ja gleich mal durch der Zeit. Aber so nah dürfte der eigentlich nicht gewesen sein, wie schnell ich jetzt noch geboostet habe. Naja, eine knappe Sekunde. Also war er schon ein Stück weit weg. Aber es ist immer noch der... Nee, es ist der schwarze Schatten. Also Black Shadow, der hinter uns ist. Der jemand auch aus
Obwohl, bei F-Zero GX gibt ja auch eine kleine Geschichte, fällt mir gerade ein. Da wird ja auch eine Geschichte erzählt, wie Black Shadow irgendwie alle Fahrer zerstören will oder so. Ich habe F-Zero X noch nicht durchgespielt in Story-Modus. Ich glaube, ich bin da gerade mal bei Story 8, weil einige Missionen sind bei F-Zero GX, finde ich, verdammt schwierig. Wirklich verdammt sau schwierig. Aber wir sind bei BioCD 2, bei Stummstadt 2. Wenn man die Strecken mal übersetzt, ist es wirklich drollig. Ja. Aber wie gesagt, die Mission in F-Zero GX, wer von euch hat F-Zero GX den Story-Modus mal durchgespielt? Also wirklich, sogar die wahnsinnige Mission mit der Zeitbombe oder, ja, mit der Geschwindigkeitszeitbombe, sage ich jetzt mal. Weil, wenn man da eine bestimmte Geschwindigkeit unterschritten hat, war man ja sofort zerstört. Wer von euch hat die auf Anhieb geschafft? Wahrscheinlich keiner. Also, viele Missionen braucht man ja 100.000 Anläufe mindestens, bis man die mal schafft. Und das bei einem Story-Modus. Das ist ja bei GP Legends schon mal ein bisschen verharmlost worden. Also bei GX ist das echt schon eine ganze Qual. Sowieso muss man sich ja die ganzen Story... die Story-Levels alle freischalten hauptsächlich. Oder freikaufen. Ja, muss ich mal zusehen, dass ich bei F-Zero GX... Ja, mal die Mühe mache, die alle mal irgendwie überhaupt zu spielen und, ja. Momentan oder überhaupt habe ich das letzte Mal ja. Ach du Scheiße. Habe ich das letzte Mal ja versucht, irgendwie. Da ein paar Grand Prix zu schaffen. Also ohne jetzt irgendwie Story-abhängig. Wobei, ich finde es schon schön inszeniert, die Stories. Wenn auch wirklich die Missionen knüppelhart sind. Aber was mich auch mal bei euch interessieren würde. Zu F-Zero GX, ja. Gibt es ja auch einen Arcade-Ableger, der sogar, ja, man glaubt kaum, in Deutschland existiert. Ich sag jetzt mal existiert, weil ich jetzt nicht weiß, ob der überhaupt noch existiert. Aber ich habe ihn sogar mal gesehen. Den F-Zero AX Arcade-Automaten, wo man eine Memory-Card einstecken könnte, um seine Fahrzeuge, die man ja bauen kann bei F-Zero GX, einstecken konnte. Nämlich im Phantasialand. Und Leute, ich bereue es, dass ich an dem Tag, wo ich im Phantasialand war, meine Memory-Card nicht dabei hatte. Das war sehr ärgerlich. Aber das kann man ja vorher nicht wissen, wenn man sich diesbezüglich nicht erkundigt. Dass es wirklich den Arcade-Automaten überhaupt in Deutschland gibt und so. Ja, vor allem, wer rechnet damit, dass sowas im Freizeitpark ist? Während andere Länder damit mehr beglückt werden. Aber naja, sowieso ist der... Ich find's schon ein bisschen schade, aber gut. Wir begeben uns zum großen Blau in der schnellen Kurve? Wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall bei der zweiten großen blauen Strecke. Es ist wieder Wasserzeit und es ist mal wieder eine tolle Melodie angesagt. Oh ja, es ist so toll, dass es soll. Wir geben Gas. Wir fahren wie Wahnsinnige. Die Straße hat schon keine Sperren mehr. Okay, jetzt wird's allerdings wirklich schon etwas hart. Der Hintergrund ist schwarz geworden. Achso, wir sind in einer Art Aquarium gelandet oder so. Ich dachte jetzt, das wäre ein Grafikfehler. Das könnte wobei auch möglich sein. Es sei denn, es ist irgendwie ein Teil einer Wand gewesen. Ja, ich krieg das hier, wie gesagt, mit dem Z-Knopf hier nicht hin. Ich muss das definitiv umstellen. Komm ich hier echt nicht klar. Und hier ist schon die Wahrscheinlichkeit höher, von der Strecke zu fallen, wie ihr seht. Dadurch, dass hier schon die Wände abgerissen wurden. Okay, es sieht sehr stark so aus, als sei das Absicht mit der schwarzen Wand. Und von daher, naja, wie dem auch sei, wir sind schon in der letzten Runde. Die Strecke ist irgendwie sehr kurz, 30 Sekunden für eine Runde. Wow. Okay, irgendwie haben die sich hier wohl nicht wirklich unbedingt viel Mühe gegeben für diese Strecke. Aber muss ja auch nicht immer unbedingt so lang sein. Dafür hat sie dementsprechend auch viele Kurven, sehr viele ätzende Kurven. Wir müssen bald schon im Ziel sein. So. Und wir haben den ersten Platz erreicht. Yay. Mal wieder. War es jetzt schon die vierte oder die fünfte Strecke? Ich glaube, es war erst die vierte. Das heißt, zwei Strecken erwarten mich noch, bevor wir es geschafft haben. Einmal zur Punkteauswertung. Yay. Mit fünf... Okay, das war die fünfte Strecke. 500 Punkte stehen wir auf jeden Fall weit vorne. Und es kommt jetzt das weiße Land. Die Melodie davon ist auch wieder richtig teuer. Und bei den gefährlichen Schritten, übersetze ich es einfach mal. Besser weiß ich nicht, wie man die Sachen dann besser übersetzen soll. Na gut. Eigentlich ist dieses weiße Land voller Schnee.
Zumindest soll der Hintergrund dementsprechend so gestaltet sein. Auch wenn die Strecken... Obwohl, hatte die letzte Wildlands... Nee, das war Portland. Porttown, wo Eis war. Weil bei Wildland würde sich Eis mehr anbieten, solche Eispassagen. Aber die Melodie ist auch wieder richtig klasse. Ich finde die Melodien in diesem Spiel richtig klasse. Ich kann es nicht oft genug sagen. Glaube, scheiße. Ich werde hier zu oft davon reden. Wahrscheinlich. Egal. So, ach du Scheiße. Ja, aber ich hab's verwechselt, verdammt. Ach Gott. Zu viele Sprünge. Ach, nein, nicht zu viele Sprünge. Ich habe hier zu viele Knöpfe auf diesen Controller. Ach! Das war zu tief! Ja, ich weiß, ich habe meine Maschine verloren, weil sie in den Abgrund gefallen ist. Ein Wunder, dass wir das trotzdem irgendwie nochmal wiederholen können, nachdem wir gestorben sind, eigentlich. Naja, drei Maschinen habe ich noch. Wenn die auf jeden Fall alle weg sind, dürfen wir nochmal alles von vorne machen. Ah, das wäre sehr ärgerlich, wenn das wirklich so weit kommen würde. Aber vor allem bei dieser Strecke, wo es wirklich sehr gut passieren kann. Ihr habt ja gesehen, wie leicht das geht, von der Strecke zu fallen. Aber durch diese Sprungabschnitte da vorne machen wir die Strecke ein bisschen Angst. Also wirklich, diese Strecke mag ich jetzt schon mal nicht. Vor allem, wenn ich sie auf Experte machen muss. Oh, Leute, vor allem, wenn die Gegner dann auch noch richtig schnell sind. Na gut, solange ich vorne dabei bin und keine ätzenden Gegner am Hals habe, wollen wir auf jeden Fall darum keine großen Gedanken machen. Muss nur gucken, dass ich hier heil auf der Strecke bleibe. So, ouch, ey, lass mich in Ruhe. Wunderbar. Wir sind noch auf der Strecke. Noch. Okay, wir sind schon... Die erste Runde haben wir einmal überstanden. Ah, verdammt, wieder falscher Knopf. Okay. Und bekommt sogar noch einen Booster. Den ich jetzt auch einmal einsetzen werde. So, wo ich die Gelegenheit dazu habe. Okay, jetzt sollte ich vorsichtig sein. Wobei, keine Gegner. Die Strecke ist halbwegs gerade. Na, zu viel will ich aber auch nicht riskieren. Aber diese Loopings sehen auch klasse aus, wenn man mal überlegt. Man kriegt nicht unbedingt viel davon mit, aber ich denke mal, wenn man jetzt in echt in so einer Maschine sitzen würde und so ein Looping fahren würde, würde man wirklich da schon den Adrenalin spüren. Quasi wie eine Achterbahnfahrt, nur halt, ja, ich sag mal in einem Grand Prix, weil das ja auch viel mehr mit schnelleren Maschinen ist. Ich denke mal, da wird auch wirklich keine Achterbahn mithalten können mit den Geschwindigkeiten dieser Maschinen. Oder kann überhaupt etwas mit so einer Maschine standhalten, die wirklich schon auf 1000 km/h Gas geben kann? Wahrscheinlich nicht. Oh Mann, meine Maschine macht bald wieder schlapp. Aber irgendwie ist keiner mehr auf dem Fersen. Wo sind die abgeblieben? Ich glaube, die kommen mit dieser Strecke hier nicht zurecht. Ja, ich sehe schon auf der Karte, auf der kleinen Karte, die wir ja im Bild rechts unten haben, sehe ich, wie weit die hinter mir sind, zumindest der Rivale. Und da kommen wir schon dicht auf und ich habe gleich eine kaputte Maschine. Und einen Abgrund. So, und weg hier. Schnell ins Ziel und wir haben es geschafft, glaube ich. Ja, komm, los und Ziel. Ah, gut. Grand Prix 2 wäre geschafft damit. Heilige Scheiße. Zwar habe ich ja auch meine Maschine sogar zweimal zu Schrott gekriegt. Heieiei. Na gut, es fängt auf jeden Fall schon an, dass ich so meine Probleme haben werde. Aber egal, wir haben es geschafft, Leute. Wir dürfen uns feiern. Wir haben mal wieder eine Siegerehrung verdient. Yay! Und es ist mal wieder Nacht und ja, warum auch nicht? Es sind fast dieselben Maschinen, die wieder auf dem Siegertreppchen sind. Das Einzige, was sich geändert hat, ist der zweite Platz? Nee, das sind wieder tatsächlich dieselben Maschinen. Was für ein Zufall. Wie auch immer, wir können sogar sehen, was für unsere höchste Geschwindigkeit bei den jeweiligen Strecken waren. Das habe ich irgendwie bei der letzten Siegerehrung gar nicht erwähnt. Wow, 1144 ist das höchste, was wir bisher gefahren haben. Ich meine, es ist wie gesagt Schwierigkeitsgrad unabhängig, wie schnell überhaupt die Maschinen werden kann. Also, es kommt glaube ich mehr auf den Fahrstil an und so. Naja. Aber immerhin haben wir es mal wieder geschafft, den ersten Platz zu erreichen. Noch wird's einfach, es wird erst anspruchsvoll bei dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich denke mal, da wird es nicht mehr der erste sein, da wird es dann ein schlechterer Rang sein. Sowieso kann ich euch jetzt schon mal vorweg sagen, diejenigen, die sich dieses Let's Play angucken, es ist kein perfektes Let's Play Durchlauf. Also es, dieses Let's Play ist nicht dazu gedacht, dass ich jetzt überall Erster werde. Es wird den einen oder anderen Cup geben, den ich nicht als Erstplatzierter schaffe. Von daher, ja. Ich werde zwar mein Bestes geben, aber wie gesagt, stellt euch schon mal darauf ein, dass es so auf jeden Fall nicht gedacht ist, dass ich überall versuche, auf dem Treppchen als Erster zu stehen.
Nur mal so schon mal als kleine Anmerkung. Ich werde jeden Kampf so weit durchziehen, aber naja, wir werden ja sehen, wie ich mich noch schlagen werde. Captain Falcon, du hast ein Feuerwerk verdient. Ja, mal wieder vielen Dank fürs Spielen, obwohl wir es noch nicht durch haben. Also bleibt nur noch, ja, ein Cup im, ja, einen einfachen Schwierigkeitsgrad übrig. Bevor wir uns auf schwierigere Schwierigkeitsgrade widmen. Aber das, ja, ich muss wegdrücken. Das mache ich natürlich erst, natürlich beim nächsten Mal. Deswegen, ja, noch einfach und deswegen gehen wir jetzt auf den König zu.